So, herzlich willkommen zurück und weiter geht's, würde ich sagen, hier. Gleich rein hier, zack, 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 zack. Jetzt per Downsampling mit deutlich höherer Auflösung und schauen wir mal auf mein Smartphone für die Uhrzeit. Ja. Wollen ja so ungefähr 20 Minuten, eine halbe Stunde zocken, ne? Mal gucken, was sich hier so wegberatzen lässt. Jo. Junge, Junge, Junge. Erledigt. Mach bloß einen Abgang, ey. Mit so einem Apparat hier. Ich ja sonst gleich erledigt, oder was? Rot, blau oder grün? Im Kino ist es immer blau oder rot. Also grün. Nein, nicht der grüne. Idioten. Wie geil. Der Munition für mich? Ach so, ja, genau. Hier kenne ich noch. Bist du hier? Gib mal eine Coke, ich hab Durst. Oh, verdammt, Axt. Souverän weggebratzt, würde ich mal sagen. Die Typen. Ah, geht ja jetzt da oben weiter, ne? Irgendwie hier. Ist da eben oben einen gesehen? Nee, ist überdacht. Was? Friss nicht so viel von meiner Munition, Junge. Spinnst wohl, wa? Alter. Junge, Junge, Junge. So, ein bisschen so Action machen hier, ja. Gucken, was jetzt hier abgeht. Vinnie Cognetti, wie schön, dich zu treffen. Payne, verdammter Schwuchtel! Ich wusste vom ersten Tag an, dass mit dir was nicht stimmt. Was glaubst du, was du da tust? Du bist ein verdammter Cop. Du kannst hier nicht einfach reinkommen und mit der Kanone herumfuchteln wie sonst was. Worauf zum Teufel wartet ihr Affen noch? Macht ihn fertig! Macht ihn fertig! Mit Vergnügen, Boss! Cognetti Flo. Yeah. Oh, shit. Und ich bin am Arsch. Scheiße. Auf Cognettis Schreibtisch lag ein zerknüllter Brief. Ich muss auf jeden Painkiller finden, sonst bin ich hier richtig erledigt.
Der Brief war an Don Punchinello adressiert, aber Vinny hatte nicht die Nerven, ihn zu beenden. Jack ist vollkommen durchgedreht. Neulich Nacht hat der Dino erschossen, bloß weil er sehen wollte, wie sein Gehirn auf der Wand aussehen würde. Er ist ein tollwütiger Hund. Und uns gehen die Leute und die Geschäfte aus. Cognetti hatte in Todesangst vor seinem Boss gelebt. Jack Lupino war ein Psychopath. Oh, scheiße. Ja, hier ist er ja raus, ne? Steht da und wartet, dass ich ihm hinterherlaufe. Verdammt, ey. Muss das so knackig sein? Achso, jetzt komme ich da gar nicht mehr durch, ja? Hätte ich vorher da gucken sollen, wo die Treppe runterging. Hätte es da noch was gegeben. Ach du Scheiße. Das will ich jetzt wissen. Weil... Ja, genau, hier geht ja noch die Treppe runter. Und so schwer war das ja nun auch nicht. Oh nee, ne? Gut. Das heißt wohl, ich bin ziemlich down und muss das jetzt überleben, ne? Vinny Cognetti rannte davon, voller Angst. Er konnte rennen, aber mit einer Kugel in seinem Magen lief ihm die Zeit genauso davon wie sonst. Er wusste, wo sein Boss war, und ich hatte mit Jack Lupino eine kleine Rechnung zu begleichen. Cognetti würde schnell vorankommen. Ich weiß nicht, wie es bei Engeln ist, aber den Menschen verleiht Angst Flüchtlinge. Tja, ich hoffe, dass ich hier noch Painkiller finde. Dann und wann zwischendurch mal irgendwie. Er ist es anscheinend da lang. Aber ich habe auch echt alle gebraucht eigentlich auf dem Weg hierher, ne? Also. Hier dürften nirgendwo welche rumliegen, die ich gebrauchen könnte. Aber immer auf der Suche danach. Ist er aus dem Fenster oder hier durch? Aha. Quarz, Quarz, Quarz. Ach ja, die Nummer. Okay, ich erinnere mich. Cognetti hatte eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Um ihn zu kriegen, musste ich ihm folgen. Jetzt darf ich nämlich hier auch auf den Zug aufspringen, ne? Auf den nächsten oder so. Und dann war, glaube ich, zu Ende, oder? Ach shit. Mit Jack Lupino eine kleine Rechnung zu begleichen. Cognetti würde schnell vorankommen. Ich weiß nicht, wie es bei Engeln ist, aber den Menschen verleiht Angst Flüchtlinge. Bin ich da jetzt zu blöd zu gewesen, oder? Was ist da los? Es hat sonst früher immer besser geklappt, ganz ehrlich. Ja, schieß auf ihn, schieß auf ihn. Die hatte eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Um ihn zu kriegen, musste ich ihm folgen. Nee, das ist es nicht. Ich bin wahrscheinlich einfach nur doof gesprungen. Ah, ja, das wird nichts. Das war klar. Ach, verdammt. Oh. Was ein Fail. Ich weiß nicht, wie es bei Engeln ist, aber den Menschen verleiht Angst Flügel. Langsam kann ich es nicht mehr sehen hier. Ja, Tür zu, Tür auf. Kann man auch nicht abbrechen, ne? Nee. Ich kann höchstens mal gucken, ob ich irgendwie schneller laufen kann. Springen, sprinten gibt's nicht. Nee. Irgendwie muss das so gehen.
Konjiti hatte eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Um ihn zu kriegen, musste ich ihm folgen. Das gibt's doch nicht. Mit Jack Lupino eine kriege ich gleich die Kratze. Konjiti würde schnell vorankommen. Ich weiß nicht, wie es bei Engeln ist, aber die Menschen verleiht Angstflügel. Ich gleich mal schnell speichern die Stelle, damit ich das dann irgendwie besser. Weil wie oft will ich mir das noch angucken hier? Ja, und genau so muss ich das auch hinkriegen eigentlich. Konjiti hatte eine Mitfahrgelegenheit gefunden. Um ihn zu kriegen, musste ich ihm folgen. Hups! Aha. Gottes Willen. Das war meine zweite Zugfahrt in dieser Nacht. Es versprach nicht unbedingt besser zu werden als beim ersten Mal. Eiskalter Wind blies mir ins Gesicht wie tausend Rasierklingen. Eis, hart und glatt unter meinen Händen und Füßen. Und irgendwo in der Ferne das Heulen der Sirenen. Die Stadt schrie nach mir. New York jagte an mir vorüber wie im Flug. Wassertürme mit dunklen Dächern und ein toter Fall von Laternen mit Schornstein. Alles verschwand. Als der Zug langsamer wurde, machte Konjiti den ersten Schritt. Na, blutet aber ordentlich, wa? Aber voll cool runtergejumpt, yeah. Läuft bei ihm. Woher weiß er, dass er dort gesprungen ist, wenn er es nicht gesehen hat? Interessante Frage, oder? Aber er kann es auch genauso elegant. Über Dächer springen, okay. Yeah. Oh, ich speichere an der Stelle mal. Geschafft hier. Gibt's hier erstmal so Dächergemache hier. Das war mehr Glück als Verstand. Junge! Halt die Fresse! Alter Schwede, hab ich mich jetzt verjagt. Das ist doch nicht wahr. Uff. Ja, jetzt muss ich mir auch diesen einen Sprung wagen und ich glaube, hier geht gleich richtig die Action los, ne? Mir war so, dass das hier jetzt gleich richtig eklig wird. Was sagt denn die Zeit? Ja, mal gucken. Sollten wir eigentlich hinkriegen hier. Yeah! Ja, und die stürzt natürlich in den Tod. Ja, genau. Ach komm schon. Also diese Sprünge gehen mir heutzutage auf den Keks. Das habe ich früher nicht so schwer empfunden hier. Kann ja nicht sein. Hüpp! Oh ja, genau. Hast du mich natürlich erwischt da oben, ne? Komm schon! Ah! Verdammt, noch eins, das gibt's doch gar nicht. Aha.
Das Coole ist ja, dass der Health-Zustand auch ein bisschen zurückzugehen scheint, wie ich gerade gesehen habe. Dass man hier nicht immer vollends am Arsch ist. Ich glaube, bei Max Payne 2 brauchte man auch keine Painkiller, man brauchte nur Zeit. Oh shit. Jetzt geht hier die Post ab. Ah, nö. Oh, scheiße. Erstmal schnell speichern hier. Kommt ihr alle hier hoch auf einmal, oder? Shit, ey. Oh shit. Hey. Oh ja, und da ist der nächste, ne? Sag's nur so wie Scarface hier. Ja. Kratz ab, kratz ab. Okay, es ist besser gelaufen als ich dachte. Das ist ganz nett. Die ist zu. Dann geht's hier unten weiter. Oder doch die Tür hier? Nee. Gut, wollen wir mal schauen hier. Nur nochmal so zur Info, jetzt mittlerweile dann mal, das ist jetzt hier per Downsampling 2880x1620 auf 20% DSR-Glättung. Und in dem Spiel ist alles halt auf, ne, volles Rohr, was da irgendwie dieses Menü alles nur so hergibt. Das Blut, ein Fahrstuhl. Oh, es gibt Painkiller. Das ist ja nett. Aber nur zwei. Sprich, ich verwende einen, speichere hier erstmal ab. Und ja, doch, eigentlich können wir noch. Junge, Junge, Junge. Scheiße! Das gibt's doch nicht. Keine Handgranaten oder dergleichen. Vielleicht ein bisschen offensiver rangehen. Er dürfte jetzt angelaufen kommen hier. Wenn ich rechtzeitig den hier mache, dürfte ich meine Ruhe haben, oder? Wow! Action hier, pur. Alter Schwede. Ist hier endlich mal Feierabend, Jungs. Mal schön die ganze Ammunition her hier. Ach ja, jetzt habe ich ihn ja am Hals, ne? Blam, 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 blam. Ja, gut. Ab hier machen wir jetzt erstmal Pause. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei.